gehalten haben. Das war der Punkt, für uns zu sagen, Herr Steinmeier wird im Zweifel gut informiert über das, was besprochen wird. Dafür hat er ja mehrere Mitglieder aus seiner Fraktion auch Abgeordnete in diesem Gremium. Und die werden ihm auch zumindest über das, was hier besprochen wurde, intensiv Bericht erstatten. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute die Tagesordnung so abarbeiten, wie sie vorgesehen war, wie sie vereinbart war. Und das war eine gute Vereinbarung und es war eine gute Sitzung. Die Informationen waren umfangreich und ergeben letztlich das Ergebnis, dass wir sinnvollerweise mit anderen zusammenarbeiten, um deutsche Staatsangehörige zu schützen, aber dass es keinen millionenfachen grundrechtswidrigen Datenaustausch in Deutschland gegeben hat und schon gar nicht durch deutsche Sicherheitsbehörden. Wann und in welcher Form hat das gegeben? Da wird der Kanzleramtsminister sicherlich noch intensiv zu Stellung nehmen. Es gibt eine klare Stellungnahme der NSA. Es hat auch sehr intensive Beratungen und Gespräche gegeben. Auch das ist natürlich sinnvollerweise von der Bundesregierung so durchgeführt worden. Es bestand natürlich Anlass, intensiv Kontakt zu suchen. Und so wie es aussieht, gibt es auch Ergebnisse, was die Zukunft betrifft. Es besteht die Chance, da noch klarere Vereinbarungen zu treffen. Jedenfalls ist uns das heute mitgeteilt worden, auch mit dem Zweck, die Sorgen und Ängste der Menschen im Blick auf den Datenschutz, mit Hinblick auf die Privatsphäre, auf den Schutz ihrer Privatsphäre, auch noch ernster zu nehmen. Selbst wenn da keine Verstöße stattgefunden haben, macht es Sinn, darüber nachzudenken, ist sowas europäisch noch vernünftig zu erweitern und abzuschließen? Gibt es die Chance, internationale Abkommen auch mit Blick auf den Datenschutz zu treffen? All das hat die Bundesregierung, wie ich finde, richtigerweise jetzt schon im Blick. Und wenn es darüber hinaus Abkommen geben sollte, auch gegebenenfalls mit befreundeten anderen Diensten und Sicherheitsbehörden, dann macht das noch umso mehr Sinn im Interesse des Datenschutzes, auch in Deutschland. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen, meine Herren. Auf den Tisch kommt, dass derjenige, der die Vereinbarung unterzeichnet haben soll, antworte ich Ihnen gerne. Aussagen soll. Herr Steinmeier wollte dann aussagen. Was sagen Sie dann, dass mit den Stimmen der FDP auch diese Aussage abgelehnt worden ist? Meine Damen, meine Herren, das lückenhafte Erinnerungsvermögen von Frank-Walter Steinmeier hat noch den Bedarf, dass wir uns weiter auch um die Aufklärung gerade der Rechtsgrundlagen kümmern müssen. Die Vorbereitung der Geheimdienstkooperationen haben eben nicht, wie Herr Steinmeier noch gestern in den Tagesthemen erklärt hat, erst nach 9/11 stattgefunden, sondern bereits im Juli 2011. Hier gab es offensichtlich eine Gedächtnislücke von Frank-Walter Steinmeier. Die Rechtsgrundlagen auch hierfür sind noch nicht ausreichend geklärt. Deswegen halte ich es nach wie vor für richtig, dass Steinmeier auch hier noch sich vernünftigerweise erklärt. Und wir müssen aber auch zusätzlich, und das sieht die FDP-Bundestagsfraktion ebenso, dass wir zusehen sollten, hier weitere Erklärungen von ihm zu bekommen. Und wir müssen uns auch in die verschiedenen Fakten, die auch heute offenbar geworden sind, weiter einarbeiten. Dazu gehört beispielsweise gerade die Vereinbarung mit China und den Inhalt der Vereinbarung mit China. Dazu gehört aber auch beispielsweise, inwieweit Frank-Walter Steinmeier und auch die rot-grüne Bundesregierung damals im Zusammenhang der Vorbereitung des Afghanistan-Einsatzes hier weitere Vereinbarungen auch mit entsprechenden Staaten getroffen hat. Und insofern ist der Antrag, Frank-Walter Steinmeier ins Untersuchungsausschussgremium zu holen, Quatsch, ins parlamentarische Kontrollgremium zu holen, nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Die Aufklärung ist nach wie vor nötig. Interessant ist meines Erachtens aber vor allem eins. Offenbar geworden ist hier ein Streit innerhalb der Sozialdemokraten darüber, wie hier tatsächlich kommuniziert wird. Es gab offensichtlich zwischen dem Vorsitzenden Gabriel und Frank-Walter Steinmeier ein erhebliches Kommunikationsdesaster, dem auch der Vorsitzende Oppermann aufgelegen ist. Insofern, als dass offensichtlich die eine Hand der SPD nicht wusste, was die andere Hand sich tatsächlich vorgestellt hat. Und hinzu kommt, dass man feststellen durfte, dass in vielen Fällen hier im parlamentarischen Kontrollgremium die SPD gerade so isoliert war. Sie hatte auch mit Anträgen nicht automatisch Erfolg, sogar so weit, dass zum Teil Grüne und auch Linke sich daran enthalten haben, als es hier Vorstöße der SPD gab. Das zeigt nur sehr deutlich,
dass die Sozialdemokraten sich nicht einig sind, dass die Sozialdemokraten sehr viel Schwierigkeiten haben, einen vernünftigen Kurs zu finden. Auch die Presseveröffentlichungen am Wochenende haben das sehr deutlich gemacht, dass die SPD auf der einen Seite Skandalisierung betreibt, auf der anderen Seite lieber eine sachliche Aufklärung betreibt. Die FDP-Fraktion ist sehr groß daran interessiert, sachlich weiter auch aufzuklären. Meine Damen und Herren, ich begrüße es ausdrücklich, dass die Bundesregierung gesagt hat, sie möchte sich mit den IT-Unternehmen sehr viel intensiver auseinandersetzen und auch dort Aufklärung betreiben, um hier auch zu sehen, was tatsächlich technisch möglich ist und welche technischen Voraussetzungen hier an der Stelle gegeben sind. Da sind wir schon sehr weit, weil einige der entsprechenden Fakten auf den Tisch gekommen sind. Weiter begrüße ich auch, dass die Bundesregierung inzwischen Verhandlungen aufnehmen wird mit den Vereinigten Staaten über ein Nachrichtendienstabkommen, in dem eine ganze Reihe von Maßnahmen geregelt werden sollen, insbesondere auch der Schutz der Daten der Bürgerinnen und Bürger im jeweiligen Staat. Diese Vereinbarung zwischen der NSA und dem BND soll jetzt mit konkreten Verhandlungen beginnen. Und das halte ich auch für einen wichtigen und guten Schritt, um hier auch für mehr Bürgerrechtsschutz bei den Bürgerinnen und Bürgern sorgen zu können, sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten. Mit sich selbst erklären. Also jetzt in Ihren Worten würden Sie sagen, also man stellt einen Antrag, stimmt dann dagegen. Also in Ihren Worten würde man doch sagen, da hat der Hartfried nicht gewusst, was der Wolf wollte. Also wir haben für uns gesagt, wir möchten genauer wissen, wie die Rechtsgrundlagen tatsächlich sind. Wir wollen wissen, was 1999, 2000, 2001 tatsächlich an Rechtsgrundlagen vorhanden ist. Wir haben neue Fakten übers Wochenende bekommen im Hinblick auf China, im Hinblick auch auf das Engagement Deutschlands im Zusammenhang mit Vereinbarungen und des Engagements in Afghanistan. Diesen müssen wir erstmal nachgehen, um dann auch vernünftigerweise Frank-Walter Steinmeier entsprechend vernehmen zu können und dann auch die Informationen zu bekommen. Nach wie vor, der Antrag ist nicht abgelehnt, der Antrag ist nicht weg, sondern er ist nur aufgeschoben. Welche Kooperationsvereinbarung, können Sie ja sagen, haben Sie denn heute zu Gesicht bekommen und können Sie darüber sprechen, was da drin stand? Wir haben zitiert bekommen aus verschiedenen Vereinbarungen und da würde ich vorschlagen, dass Sie Herrn Pofalla selber direkt fragen sollten.